ist ein schlechter Ratgeber. Immer ist davon auszugehen, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die an unserem gemeinsamen sozialistischen Werk mitarbeiten. Genauso wie wir. Nur an einem anderen Platz. Sie kennen ihre Rechte und sind sich ihrer Stellung in der Gesellschaft bewusst. Sie lehnen Besserwisserei und Gängelei ab. Mit Recht. So wie ich mich verhalte und wie ich reagiere, so urteilt der Bürger über mich und die gesamte Volkspolizei. Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder in unserem Hauptsendestudio der Blaulicht- und Oldtimer-Freunde Märkisch-Oderland mit Sitz in Eckersdorf bei Strausberg. Wir hatten ja vor kurzem ein Filmchen gemacht über die Meldetasche eines Volkspolizisten, wie sie verwendet wurde. Ganz grob beschrieben den Inhalt haben. Leider soll ab und zu mal vorkommen. Einiges vergessen oder haben das übersprungen oder sonst etwas anderes. Ja, wir hatten unter anderem dieses Unterschnallholster. Also nicht Halfter. Halfter hängt. Das ist das Pferdehalfter, hängt an der Wand. Die ist also Holster. Wie gesagt, unterteilt sich in drei grobe Bestandteile. Einmal der sogenannte Schulterriemen. In der Länge verstellbar, ist klar. Dann haben wir praktisch das, was über die Schulter drüber kam und nochmal befestigt werden konnte, damit das nicht von der Schulter herunter rutschte. Gleichzeitig konnte dann hier auf Bauchhöhe nochmal das Holster befestigt werden, sodass es auch zur Seite nicht weggehen konnte. Und damit das Holster nicht nach oben rutschte bei bestimmten Körperbewegungen, konnte hier unten mittels dieses Clips, sieht man, fahren wir ein Stück heran, das nochmals an der Diensthose befestigt werden. Das waren also jetzt die Tragevorrichtungen gewesen. Diese Tasche hier oben war die sogenannte Magazintasche. Das gesamte Teil hier vorgesehen für die Standardbewaffnung ab, sagen wir mal, so 70er Jahre für die Makarov. Das Teil hier ist noch im Originalzustand. Ja, muss ich dazu auch sagen. Es gab natürlich Experten, die sich diese Teile umgebastelt haben, weil, wie zum Beispiel die Magazintasche hier oben, sehr ungünstig angebracht. Also, da war nichts mit schnellen Magazinwechsel oder sonst was anderes. Wir haben hier mal so eine kleine Auswahl, ich muss noch mal so ein bisschen umkrabbeln, an Sachen, was die Genossen Volkspolizisten, aber auch in den anderen bewaffneten Organen, dort wo die Holster verwendet wurden, praktisch so gemacht haben. Wir haben hier so ein Exemplar, dieses Exemplar eigentlich mehr gedacht, praktisch zum Tragen. Unter der Achsel, war nur bei der Schutzpolizei ein bisschen weniger gewesen, sondern eher bei der Kriminalpolizei, abgekürzt auch Kripo. Wie gesagt, das ganze Ding schon etwas umgefummelt. Auch hier sehen wir wieder die Magazintasche. Das eigentliche Behältnis oder das eigentliche Holster, ebenfalls für die Dienstwaffe Makarov, obwohl die Kripo hatte eigentlich relativ wenig, beziehungsweise nur für kurze Zeit, die sogenannte Makarov. Die hat noch eine andere Dienstwaffe und dazu natürlich auch speziell dann die entsprechenden Holster, die wir leider nicht im Bestand haben. Leider. Man kann nicht alle Dramen im Leben, sage ich mal. Eigentlich schade, aber ist nun mal so. Wie gesagt, ansonsten hier Gummiriemen, konnte vom Prinzip her dann kurz hier, entweder so, dann kam das hier hinten rum, hier kam der zweite Arm durch, und dann konnte das
praktisch unter dem Jackett. Ja, also die Leute von der Kriminalpolizei oder auch die Zivilstreifen, die sind nicht so, wie man es heute in einigen Fernsehfilmen sieht. Ja, da die Waffe drunter und da noch ein Reitstoffsprühgerät und da noch ein Schlagstock und da ditte und ja, war so nicht eben. Ja, es gab sogar Vorschriften, wie die Waffe zu tragen ist. Also in welchem Zustand. Kommen wir gleich dazu. So, dann haben wir hier noch so ein paar Exemplare, ebenfalls teilweise umgebaut, entsprechend den ja, Erfordernissen. Hier hat man schon alles so weit entfernt. Ja, das Ding wird vom Prinzip her nur umgehangen, ja, und wurde dann unten praktisch hier wieder mit diesem Clip befestigt. Jetzt gibt es natürlich, und das haben wir von einem unserer letzten Besuchern erhalten, der sich hat das Ding anfertigen lassen. Ja, ja, hier mit stinknormalen Gürtel, ja, das Ganze wunderschön gesteppt. Ja, große Frage ist natürlich, Magazintasche soll die hier wahrscheinlich sein, ist aber ein bisschen klein. Ja, wie gesagt, sieht auch aus wie für die Makarov gemacht. Also wie gesagt, das Wichtigste war gewesen, dass die Waffe vor Verlust geschützt wurde. Hatte ich ja schon so ganz kurz ausgeführt. An der Makarov gab es die sogenannte Fangschnur. Ja, das war eine Perlungsschnur gewesen. Eine Seite praktisch mit einer Schlaufe. Und diese musste dann entweder am Holster oder an anderen Sachen befestigt werden. Also meistens aber am Holster bzw. auch an der Pistolentasche. Sodass, sollte die Waffe mal aus dem Holster, aus der Pistolentasche rutschen, aus irgendwelchen Gründen, dass die Waffe dann nicht verloren ging. Ja, verloren gehen sollte. So, verloren hier. Ja. wie gesagt, das sind mal so die groben Sachen. So, jetzt haben wir was. Ich habe ja jetzt hier diese tolle Einstrich-Kein-Strich-Uniform-Jacke an. Ja, ist heute ein bisschen kühl. Obwohl wir 18 Grad haben, aber ist trotzdem irgendwie kühl und auch ein bisschen verregnet und ein bisschen leicht windig. Diese Jacken hier, also sowohl die Sommer- als auch die die Winterfelddienstuniform bzw. Felddienstanzug, war ja insofern keine Uniform, sondern Anzug, hatten hier nochmal so eine Innentasche. Ja, so, nun ist immer die große Frage, ja, wozu war die eigentlich gewesen, diese Innentasche? Das war auch eine Vorrichtung gewesen oder eine Tasche, die dazu geeignet war, um die Waffe Makarov dort hineinzutun. Ja, muss man natürlich sagen, Volkspolizei und ein Strich, kein Strich. Und wir dürfen ja ihn nicht vergessen. Zum Beispiel bei der Nationalen Volksarmee, die sogenannten RPG-Schützen, also Panzerbüchsenschütze, ja, sage ich das mal so ganz neudeutsch, die waren ja ebenfalls mit einer Pistole ausgerüstet, ja, trugen die praktisch als Zweitbewaffnung oder Panzerkommandanten oder sonst die andere, ja, und nicht alle konnten natürlich jetzt eine Pistolentasche an der Seite haben, weil war natürlich auch teilweise störend gewesen, ja, diese Pistolentasche. Also wurde dann die zugeteilte Makarov-Pistole hier in dieser Tasche getragen und die Fangschnur wurde hier praktisch an diesem Nippelkopf, sieht man so ein bisschen, befestigt. Ja, also wenn die Waffe hier rausgefallen ist, dann bammelte sie hier unten rum, gehalten durch diese sogenannte Fangschnur. Das war der gesamte Hintergrund. Ja, dann hatten wir ja in unserem Filmchen unter anderem diese Kette. Gut, das ist jetzt nicht die schöne, die gute, die hängt natürlich drin im Schaukasten. Wir haben einfach die genommen, leicht angerostet, Chrom ist schon ein bisschen ab. Aber nichtsdestotrotz, sie funktioniert immer noch. So, erstes großes, ja, immer umgangssprachlich bezeichnet. Knebelkette. Ja. Auf jeden Deutscher mit wurde keiner
geknebelt. Aber der offizielle Begriff heißt Führungs- oder Zuführungskette. Obwohl Zuführung ist natürlich auch so ein bisschen wischiwaschi, weil es wurden ja nicht nur Personen zugeführt, sondern von der Zuführung auch wieder zurückgeführt. Nee, also abgeführt. Also müsste sie Zug- und Abführungskette heißen. Wir einigen uns mal am besten darauf, Führungskette. So, wozu war das ganze Ding jetzt gut gewesen? Der Delinquent, etwas bockig, oder ich sag mal, waren jetzt keine Anfesseln vorhanden oder sonst was anderes, oder die Zuführung musste relativ schnell gehen. Ja, dann wurde diese Kette, ich sag jetzt nur Kette, ja, welche hier aus drei Teilen besteht, dem Delinquenten ums Handgelenk gelegt. Ja, schöne Sache. So, wir kommen mal zum Einzelnen. Wir sehen hier oben praktisch das sogenannte Gegenstück und hier das Stück, was hier oben praktisch so reinkommt. So, nun kann man schon ungefähr erahnen, wie das Ganze funktioniert. Ich versuche das jetzt mal zu demonstrieren. Ja, es wurde vom Prinzip her dieses geschlossene, umgedreht. Dieses Stück mit der Einkerbung wurde ungefähr so gehalten. Ja, der Arm des Delinquenten, ja, oder die Person, die zugeführt werden sollte, wurde vom Prinzip her gehalten, erstmal egal wo. Wichtig war gewesen, dass das Handgelenk frei blieb. Dann wurde mit etwas Schwung das ganze Ding hier praktisch rum, da hat man eben gesehen, und leicht angedreht. Ja, so. So, wozu nun das ganze Gute? Man soll es nicht für möglich halten. Selbst Typen, 2 Meter groß, 130 Kilo Kampfgewicht, haben wie so ein Blöder um sich rumgeprügelt und alles, nachdem er das Ding hier rum hatte. Und eine Vierteldrehung reichte schon. Ja, war der wirklich lammfromm. Warum? Ganz einfach, die Kette um das Handgelenk praktisch rum. Man konnte den Druck etwas verstärken, indem man noch ein bisschen gedreht hat. Man sollte es möglichst nicht übertreiben, weil ansonsten hätte es ja schnell knackig gemacht und das Handgelenk wäre durch. Ja, ansonsten, wie gesagt, eine super Sache. Und soweit wie ich mich erinnere, wurde so ja noch Anfang der 90er, ich sag mal so ganz vorsichtig, bis ungefähr 1996, 97 beim Bundesgrenzschutz, das sogar noch verwendet. Ja, soll man nicht für möglich halten. Allerdings natürlich keine Neuproduktion oder sonst was anderes, sondern das waren vom Prinzip her Restbestände aus dem Ministerium des Innern der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, die dort ausgegeben wurden. Ja, warum haben wir das noch nicht weitergemacht? Also erstens war die Verletzungsgefahr sehr hoch gewesen und zum Zweiten, laut UZBG, also dem Gesetz über den unmittelbaren Zwang der Bundesrepublik Deutschland, ja, ist dieser Teil nicht vorgesehen gewesen und wurde auch nicht irgendwie in Ergänzung dort mit hineingenommen. Im UZBG ist eindeutig geregelt, die Handhabung oder die Fesselung von Personen mittels Handfessel, ja, der Einsatz des Schlagstocks, der Einsatz von Pfefferspray, was es da alles gibt, und zum guten Schluss der Einsatz der Dienstwaffe für den Polizeibeamten. Wie gesagt, aber war noch in Betrieb. So, dann hatten wir ja, als wir an unserem Schaukasten gewesen sind, sogenannte Dienstbuch erwähnt, hat das auch gezeigt mit Bildchen und all, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ich mit dem Daumen dann so das Lichtbild abgedeckt habe. Wir haben hier noch eine sogenannte Ausweishülle oder Dienstbuchhülle. Eigentlich, ich sag mal, primitiv. Hier kam der Dienstausweis rein, ja, das ist noch
Überbleibsel hier, Bahnpolizei, kann ich mal so rumhalten, ja, Auszeichnung des Bundesgrenzschutzes, ja, als man für die einzeldienstliche Verwendung Bahnpolizei im Bundesgrenzschutz das kurzzeitig eingeführt hatte, wurde auf die Diensthemden, also die hatten ja Hemden, keine Blusen, sondern Hemden, sollte definiert werden, auf die Dienstjacken, ja, dort sollte das definiert werden. Die ganze Aktion hatte sich dann irgendwann erledigt, weil die an der Grenze wollten so was haben. Ja, da sollte dann eine Grenze drauf stehen, die auf dem Flughafen wollten so was haben und wären fast ohne Boden geworden. Hat man ganz schnell wieder irgendwie abgeschafft. Kommen wir mal wieder zurück zur Dienst, also zu dieser Hülle hier. Wir sehen hier dieses Lederband. Dieses Lederband, das ist natürlich hier schon ein bisschen zerbröselt, ja, hatte hier oben praktisch wie so eine Öse. Diese Öse wurde am Knopf, Uniformhemd, Dienstjacke befestigt. Dann kam das ganze Ding praktisch in die Tasche, in die Brusttasche hinein. Ja, der gesamte Lederklatsch hier kam dort ebenfalls mit hinein, sodass man von außen eigentlich nur anhand der Wölbung der Uniform, Bluse bzw. der Dienstjacke gesehen hat, Dienstausweis. Ja, so viel dazu. Und in diesem war eben, wie gesagt, ein Dienstbuch und dieser BA-Nachweis, was wir ja euch schon gezeigt hatten. Ja, dann hat man noch etwas vergessen in Bezug Kartentasche. Wir hatten ja dort gesprochen, unter anderem, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, Fahndungsmittel. Fahndungsmittel mussten natürlich mitgeführt werden. Dazu gab es extra eigentlich einen Hefter in jeder Dienststelle. Bei Eilfahndung oder Sofortfahndung, die natürlich auch heute noch hier heißen, also Schleierfahndung, ist der Rasterfahndung und so weiter und so fort, werden natürlich auch diese Mittel mitgeführt. Ja, da hat sich also nicht viel was genommen. Ja. Wie gesagt, wurden diese Fahndungsmittel nicht einfach lose in die Meldetasche praktisch hineingeworfen, ja, wurden dann irgendwann zerknüllt oder sonst den anderen. Nee, dafür gab es dann extra auch noch Mappen. Ja, in diese Mappen konnten unter anderem, wir haben es jetzt nicht drin, bloß mal, damit ihr mal so was seht, ja, diese Mappen hier, Klarsichtfolien drinne, ja, wo eben diese Fahndungsmittel oder Fahndungsblätter, besser gesagt, eingefügt werden konnten. Ja, und wenn die Fahndung sich dann erledigt hatte, aus irgendwelchen Gründen, dann wurde das vom Prinzip her wieder entnommen. Ja, man hat hier verschiedene Fächer drinne, wo ebenfalls nochmal Unterlagen reinkommen konnten. Wir hatten ja verschiedene Unterlagen vorgestellt, ja, unter anderem den Verwarngeldblock oder eben andere Sachen wie Feststellung der Personen, zugeführte Personen und so weiter und so fort. Das konnte hier also vom Prinzip her rein, kam dann in die sogenannte Meldetasche und wie gesagt, sind wir ganz stolz, ein Exemplar haben wir hier noch. Gut. So, dann kommen wir mal zum letzten Punkt. Habe ich soweit alle durch? Ja, das habe ich. Gut. Die meisten Jüngeren fragen sich immer, ja, wie war das eigentlich in der DDR gewesen? Hieß das nun Führerschein? Hieß das Fahrerlaubnis? Wie gesagt, es gab zwei Begriffe. Einmal die Fahrerlaubnis. Haben wir jetzt die ganz alte, haben wir leider nicht mehr da. War so ein graues Büchlein gewesen, im Querformat gewesen, mehrere Seiten drin und alles. Dieses graue Teil, sag ich mal, VK 30 hieß das, glaube ich, ja, wurde dann abgelöst durch diesen internationalen Führerschein. Ja, DDR, Camis de Conduce, ja, wunderschön, ja, Deutsche Demokratische Republik. Die Dinger sind teilweise noch, bis 2024 oder so gültig und müssen dann nach und nach umgetauscht werden gegen den neuen EU-Führerschein.
Ja, eigentlich relativ einfach. Wir haben hier ein Blanko-Dokument. Ja. Lichtbild ist klar, die Personalien, die kamen hier vom Prinzip her alle rein. Mit Siegel, Unterschrift und so weiter und so fort. Hier waren die einzelnen Führerscheinklassen gewesen, ja, die dann auf der Rückseite weiter durchgeführt wurden oder dann weiter ging. So, wie war denn das jetzt gewesen? Nee, wir sehen A, B, C, D, E, M und T, diese Klassen. Ja, nur ganz kurz, A war für Krafträder gewesen. Es gab also nicht so wie nach bundesdeutschem Recht diese Unterteilung A1 und so weiter, sondern hier gab es nur A, Krafträder mit oder ohne Seitenwagen. Krafträder, alle, die müssen lügen, über 125 Kubikzentimeter, ja, also Moped hier, eine olle Simse oder so, S50, S51 oder so, die fielen unter eine andere Kategorie, also nicht unter Krafträder. So, dann haben wir B, Kraftfahrzeuge außer Klasse A mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3500 Kilo und nicht mehr als 8 Sitzen, außer Fahrersitz, auch mit Anhänger bis 750 Kilo Gesamtmasse. Konnte man, also Führerschein Klasse B, auf ihr Deutsch, hat sich auch nicht von dir geändert. Ja, außer, dass man jetzt so diese 3500 Kilo ja hochsetzen will. Das müssen gegen 4200 Kilo oder so. Ja, nach europäischem Recht. So, dann haben wir Führerschein Klasse C, waren Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3500 Kilo und auch mit Anhänger bis 750 Kilo Gesamtmasse. Dann haben wir noch die Führerschein Klasse D, Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als 8 Sitzen außer dem Fahrersitz und auch mit einem Anhänger bis 750 Kilo Gesamtmasse. Ja, also kleiner HP 300 oder wie die Dinger hießen. Ja, dann haben wir Führerschein Klasse E. Das sind Kraftfahrzeuge der Klassen B, C oder D mit Anhänger über 750 Kilogramm Gesamtmasse. Dann kommen wir noch zur Führerschein Klasse M. Das waren dann die Kleinkrafträder und Krankenfahrstühle. Also Krankenfahrstuhl hier, Krause Duo. Nee, kennt ihr bestimmt auch noch. Ja, heute eine absolute Rarität, wenn man so ein Ding noch hat. Zu DDR-Zeiten hat das nicht jeder gekriegt. Also man musste schon einen gewissen Grad, sagt man heute, Grad der Behinderung haben, um vom Prinzip her so ein Krause Duo zu erhalten. Ja, und dann kommen wir noch zu T. Also die Führerscheinklasse T umfasste Traktoren, Elektrokarren, Arbeitskraftfahrzeuge mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit bis 30 km/h, auch mit Hänger. So, nun hat man Jan Stolz seinen Führerschein gemacht. Ja, und nehmen wir bloß mal Führerscheinklasse B, also Pkw-Kraftfahrzeuge. Ja, Pkw. So, heißt also Kraftfahrzeuge. Bis zu einem zulässigen Gewicht von 3500 Kilo. So, jetzt hat man das gemacht. Dann wurde hier hinten in dieser Spalte kam ein Siegel rein. So, muss man natürlich sagen, so, und was ist mit dem Rest? Der Rest, das wurde ausgestanzt. Da gab es extra eine Zange, beziehungsweise eine Vorrichtung in den, heute heißt es Straßenverkehrsamt, damals haben die ja, Meldestellen, Pass- und Meldestellen haben vom Prinzip her mitgemacht, beziehungsweise ja, spezielle von der Verkehrspolizei die Ausgabestellen für diese Führerscheine bzw. Fahrerlaubnis. Wie gesagt, das wurde dann ausgestanzt und so konnte man auf den ersten Blick sehen, welcher Führerschein aktuell ist, welcher Führerschein praktisch nicht zugeteilt wurde. So, da haben wir noch ein zweites schönes Teil. Das musste ebenfalls mitgeführt werden. Also das kam hier so, konnte man hier so reinlegen. Nee. Und zwar die sogenannte Stempelkarte. Ja, die gute alte Stempelkarte, VK32 genannt. Eigentlich dazu da, wenn eine Verkehrskontrolle stattgefunden hat, egal ob jetzt die Geschwindigkeit oder sonst die andere,
und der Verkehrsteilnehmer dort unangenehm aufgefallen ist, sei es Geschwindigkeitsüberschreitung, Lademaßüberschreitung etc. etc., dann jappelt den berühmt-berüchtigten Stempel. So. Entschuldigung. Also für Deutsch. Ja, Husten ist wieder weg. Ich weiß auch nicht, das liegt irgendwie an der Pollen oder ist der Kuckuck was hier. Wie gesagt, in der DDR, ja, bitte, nicht so hart wie es heute gibt, hier Flensburg-Punktesystem, wo man nicht so genau wies, habe ich jetzt bloß ihn oder habe ich dann schon achte oder irgendwann kriegt man dann Post aus Flensburg, lieber Verkehrsteilnehmer, du hast jetzt so und so viele Punkte, wir raten dir zum Aufbauseminar oder sonst den anderen. Hier passen 5 Stück auf, 5 Stempel. War die Stempelkarte voll, Führerschein futsch. Ja, wohl eigentlich nicht so. Da war man natürlich ein bisschen, ich sage mal jetzt, auf diesen Berechtigungsschein etwas großzügig gewesen. Ja, also wenn jetzt der Delinquent nicht gerade unter Alkohol oder sonst den anderen gefahren ist, ja, dann konnte er mit diesem Ding, also die eigentliche Fahrerlaubnis bzw. Führerschein, wurde eingezogen. Ja, und hier drauf erfolgte dann der Vermerk, ich halte mal so ein bisschen vor der Kamera, ja, der Vermerk, dass man nur mit diesem Berechtigungsschein praktisch die Fahrt bis zum Abstell- oder zum nächstgelegenen Abstellort des Kraftfahrzeuges praktisch fahren konnte oder benutzen konnte. Das war alles. So, jetzt kommen wir mal zu der Stempel. Muss ich dazu sagen, das hatte nicht jeder Volkspolizist. Ihr habt natürlich, ja, entsprechend der gestellten Aufgaben, ja, der Volkspolizei oder des jeweiligen Streifenauftrages, hatten wir ja euch auch schon gezeigt, ja, dass zum Beispiel auch, ich sag mal jetzt, der Schutzpolizist an Verkehrskontrollen teilgenommen hat oder sonst den anderen oder hat die Kräfte der VK, also der Verkehrspolizei, praktisch unterstützt, ja, dann konnte er praktisch diese Teil, umgangssprachlich also auch der sogenannte Stempel, erhalten. Wir haben ja einmal die sogenannte Verpackung, ja, oder Behältnis, besser gesagt. Idealerweise natürlich gleich hier unten, ich halte das mal aus ein bisschen, haben wir hier das sogenannte Stempelkissen. Ja, auf dieses Stempelkissen kam hier dieser Stempel. Ja, es stinkt normale Gummierung mit einer Nummer, damit man dann auch eindeutig dazu ordnen konnte, wer hat wann diesen Stempel dort vom Prinzip her hingemacht. Ja, wie gesagt, das Ganze kam dann hier so rein, Klappe zu, Affe tot, nee, nicht Affe tot, konnte dann vom Prinzip her in die Uniformjacke bzw. auch in die Kartentasche, Meldetasche natürlich, praktisch dann verpackt werden, obwohl natürlich ideal war, wenn er dann die Dienstjacke hineingekommen ist, also in eine von den Brusttaschen. So, haben wir also hoch und jetzt kommen wir zum letzten. Ist natürlich immer interessant zu wissen, ja, wie sah denn das überhaupt aus mit diesem Stempel? Ganz einfach. Der Delinquent hier hat schon 2 Stempel. So, heißt, er kann weiter am, ich sag mal, öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Ja, weil mit 2 Stempel, wie gesagt, ist erstmal nichts. Was hier noch fehlt, das ist hier unten, das sind die Paragraphen, die er verstoßen hat. In der Regel war immer gewesen als erste Paragraph 1 Absatz 1. Und zwar nicht freitags macht jeder seins, weil sich das so schön reimt, sondern das war die gegenseitige Achtung und Rücksichtnahme laut Straßenverkehrsordnung. Dann folgten die Verstöße, gegen welche Paragraphen er verstoßen hatte. So, nun ist natürlich immer die große Frage. Jetzt hat der Delinquent hier 2 Eintragungen, darf also weiterfahren, kommt in die nächste Verkehrskontrolle und erhält jetzt 4 Stempel, weil schwerwiegendes Delikt, ja,
Vorfahrt nicht beachtet, weiß der Kuckuck, mit Gefährdung von Dritten und so weiter. Ja, da war das Ding futsch. Also hier wurden pro forma die drei Stempel reingemacht. Ja, wie gesagt, der Führerschein, die Fahrerlaubnis wurde eingezogen. Ja, und der Delinquent musste sich dann bemühen, praktisch um seine Fahrerlaubnis oder den Führerschein wieder zu bekommen. Wie das im Einzelnen war, eigentlich fast genauso auch noch wie heute. Ja, meine eingefiffene Zeitgenossen aus der ehemaligen DDR, die sagen, ja, kein Problem, wenn sie das Ding eingezogen haben, hatte ich noch einen zweiten, Blanco. Habe ich vom Abi vorgekriegt für ein Glas Bier. Ja, natürlich. Nützt bloß nicht, wenn ich nur den Berechtigungsschein habe und die Fahrerlaubnis wurde gleich einbehalten. Ja, nützt also nur den Berechtigungsschein auch nichts, weil, wie gesagt, er war kurzzeitig gültig gewesen ohne Fahrerlaubnis. Da war natürlich zeitlich begrenzt gewesen, ist klar, damit man nicht 3-4 Jahre nur mit dem Kärtchen hier umher fährt. Hat also schon alles irgendwo seine Gründe gehabt. So, liebe Freunde, das war's jetzt erstmal im Großen und Ganzen. Ja, wenn ihr Fragen, Hinweise habt, schreibt das unten in die Kommentare. Wir versuchen das zeitnah zu beantworten. Ja, wir haben natürlich kleine Problemchen. Wir waren ja ganz groß in der Zeitung drin, Märkische Oderstimme, Hamburger Abendblatt und mit unserer kleinen Sammlung hier. Haben uns natürlich wahnsinnig drüber gefreut. Wir bieten hier in unserer kleinen Sammlung für Interessierte natürlich auch mal eine Führung an. Ja, Führung ist jetzt ein Rundgang. Sagen wir Rundgang. Ja, Führung würde jetzt zu weit sein. Also einen kleinen Rundgang. Ja, im größten Teil machen wir das auf den Sonnabend, wenn nicht gerade irgendwelche Oldtimer-Veranstaltungen anstehen oder sonst wie andere wichtige Ereignisse. In der Regel von 11 bis 13 Uhr. Ja, da sieht man schon, das war voll ausgebucht. Nee, jetzt mal ohne Flachs und Krümel. Also nachdem der Zeitungsartikel erschienen ist, gleich das erste Wochenende da drauf, konnten wir uns hier wirklich vor Besucher. Wir wollten uns noch nicht retten, aber wir konnten uns auch nicht retten. Wie gesagt, wir waren sehr erfreut gewesen. Ja, wir hatten hier unter anderem auch eine Seniorengruppe der Gewerkschaft der Polizei, ja, die hier mit 6 Mann vorhanden waren, die uns schöne Sachen hier überlassen haben für unsere Sammlung. Ja, sei es jetzt eine VP-Uniform vom ehemaligen Oberstleutnant. Wir haben so schöne Sachen gekriegt. Ja, ich will hier mal so ein bisschen runterkribbeln, wie unter anderem auch diese Tasche voll gefüllt mit wunderschönen Sachen drin. Ja, natürlich alles irgendwie DDR-Sachen und so weiter und so fort. Haben wir uns wahnsinnig drüber gefreut. Auch, ich sage mal, die finanziellen Zuwendungen. Also, das ist keine Spende, das ist kein Eintritt, wir nehmen hier keinen Eintritt, ja, sondern die Leute, ich sag's jetzt mal einfach, die wollten sich mal bedanken, ja, die haben gesehen, dass wir hier wirklich jeden Pfennig, den wir irgendwo über haben, jeden Cent heißt das ja heute, irgendwo hier in unsere Sammlung reinstecken, um, ja, um sie zu vergrößern. Ja, wir haben natürlich, ich muss das immer so sagen, ja, früher hätte ich mir das nie träumen lassen, dass ich mal irgendwo im Sperrmüll wühle. Heute, also nicht nach Flaschen. Ich bin zwar Rentner, beziehungsweise Pensionär, ja, aber nach Flaschen brauche ich noch nicht zu suchen, sondern nach DDR-typischen Sachen. Und man soll mal ja nicht mal das so abwegig sehen, was heutzutage alle noch so vorhanden ist, was aber nicht mehr so funktioniert und so schick aussieht und weg, Sperrmüll. Ja, ob das Sternrekorder R160 ist oder irgendwelche anderen Sachen, ob das Haushaltssachen sind,
Wie gesagt, gut, wir sammeln jetzt nicht jeden Pilz. Muss ich dazu natürlich auch sagen. Also die Sachen müssen schon entweder sich in eben Zustand befinden, wo man sagt, jawohl, die kann man nochmal aufarbeiten, reparieren, sonst sind andere. Ja, oder eben, wo man sagt, ja, lohnt sich, kommt bei uns in die Sammlung. So, hier noch gelabert. Wie gesagt, wer Interesse hat, möchte mal vorbeikommen oder so, der kann uns ja auf dem roten Telefon anrufen. Ja, Telefon, sehr gute Sache. Wer unbedingt jetzt die Adresse wissen will, ja, gibt einfach mal einen bei Google, Blaulicht und Oldtimer, Freunde. Da hat er schon die wichtigsten Informationen, so wie es sein muss. Wie gesagt, der Anruf, also die Telefonnummer, die da angegeben ist, da landet man praktisch beim roten Telefon. Da müsst ihr mal gucken, da haben wir auch ein Video zu, ja, mit DDR-Telefon ins öffentliche Netz oder so. Ja, da ist zwar ja, Anrufbeantworter dran, weil es ja eine stinknormale Handykarte, die wir da verwenden. Ja, aber das Doofe ist, wir können natürlich mit dem roten Telefon, können wir das nicht abhören. Leider nicht. Gut, das war es jetzt schon. Wenn es euch wieder mal nicht gefallen hat, hinterlasst trotzdem ein Däumchen. Freuen uns auch über ein Abo. 1500 und boah, ich glaube 28 oder so. Ja, gestern waren es noch 1521, heute sind es 1528 Abonnenten. Wunderschön. Bedanken wir uns natürlich ganz herzlich. Gut, hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr Fragen, Hinweise, Interesse habt. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Eure Blaulicht und Oldtimer-Freunde Märkisch-Oderland hier aus Eggersdorf.